Wir sind heute wieder in Dernbach unterwegs und diesmal haben wir sogar Manni dabei. Liebe Grüße an euch Fans von Manni. Das hier ist das Familienhaus und da wird es immer bleiben. Für mich sind das immer super Erinnerungen. Ich packe es auch immer mal gerne an. Dann wird ja mehr gefragt, warum beschreiben die Fans das? Diese Schmiererei. Manni hat es auch beschrieben. Das ist immer, wenn man einen Ort kennt, will man sich hier auch verwirklichen. Ich finde es hier schön. Irgendwo ist hat einer meine weggemacht. Mann, hat einer schon wieder weggemacht mit Farbe. Wie gesagt, es war immer eine Verwirklichung. Wie gesagt, es ist Familienhaus. Wir haben gelebt ab 1974 hier im Haus. Da war ich gerade 12 Jahre alt. Da ging ich gerade hier in der Schule, in der Hauptschule. Und gelebt habe ich hier bis 2011. 2014 wurde leider die Firma dicht gemacht, ohne unseres Wissen. Aber egal, ich hänge immer noch an die Firma oder Familie Ludolf. Das war ein richtiger Familienbetrieb. Ich hänge immer noch dran. Ja. Und wie gesagt, es ist immer Heimat. Ich habe mich ja auch in die Gebäude verewigt mit der Malerei, aber ich habe mich entwickelt. Und wichtig war, die ganzen, das wird auch bestimmt sein, die ganzen D-Max-Folgen, da war ein Stückchen Leben. Natürlich vermisse ich auch den Günther super, super sehr. Und das Schöne an die D-Max-Folgen, das ist ein ganzes Geheimnis. Das war ein Experiment von Discovery, D-Max. Die wollten Folgen machen ohne Drehbuch, ohne Anweisungen. Und wenn die was haben vom Filmteam, dann haben wir immer gesagt, ha, ich kann anrufen, frei Schnauze drehen, ohne Drehbuch, ohne Vorgaben. Und das Schöne, wir haben im Jahr 360 Tage gedreht. Eine Zeit lang wurden wir, am Anfang haben sie in dem Haus gegenüber gewohnt. Feste. Man konnte dann immer rübergehen und so weiter. Da habe ich auch das Tanzen gelernt. Mit die Svenja. Die hat Autofahren gelernt. Und sie war sehr begabt. Ja. Okay. Nachher beantworten wir auch noch ein paar Fragen. Aber hier ist es immer irgendwie Erinnerung. Mutter, Vater, Schwesterchen, anderer Schwesterchen, Bruder, Güntherchen, Peterchen, Uwechen, ja, und Mannichen, ja, okay, ja. Ihr wolltet bestimmt mal alle wissen, was mit den Autos geschehen ist und welche noch stehen. Hier sehen wir ganz schön, Ludolf neu geschrieben, hat Peter erst vor kurzem gemacht, ja. Aber was ist jetzt mit den Autos geschehen? Wo Peter die Firma 2014 geschlossen hat, standen auf meinem Grundstück über 100 Abwrackautos, oder ca. 100, genau auf dem Millimeter. Und dann mussten die Autos geräumt werden, weil es Abwrackautos sind. Aber es stehen das Autos noch drauf, auch von der Firma. Das ist mir auch egal. Zwei Autos stehen noch von Uwe und Thomas hier drauf. Dann steht der lange Mercedes, der Pullman da, der 123er, wo wir an dem Geburtsort meiner lieben Oma waren. Ja, dann steht noch ein 190er Mercedes da. Neben dem 190er steht ein nachgebauter Leichenwagen, der auch in der Sendung war. Wir wollten extra keinen echten Leichenwagen nehmen. Die Leute sollten nicht schockiert sein. Dann steht da noch der englische Opel Vectra. Da habe ich natürlich dann auch gedacht, da gibt es keine Probleme in der Folge. Ich fahre ein Parkhaus rein. Wie soll ich in den englischen den Parkschein einstecken, weil der Lenkrad auf der falschen Seite war? Okay, dann steht da noch ein goldener Mercedes und dann steht der Firmen-Mercedes, der 320er E-Klasse-Kombi. Der ist natürlich, wenn viele fragen, was ist mit dem, der ist Ritte, wie man sagt, er ist hinüber. Total verrostet, Getriebe, alles Schrott. Ja, wer steht da noch? Ja, da weiß ich jetzt nicht, was steht da noch? Ja, so wisst ihr es, richtig. Aber es ist schön auch hier zu stehen und es ist auch schön, dass die Autos noch stehen, ein paar wechseln, die auch erlaubt sind, ja. So ist es. Ja, das ist über den Zustand im Haus. Innen weiß ich gar nicht, da bin ich schon mehrere Jahre wieder nicht drinnen gewesen. Einmal war ich noch drinnen gewesen, wo Peter dabei war, Herbie, meine Frau, der Tommy und der Uwe. Aber wie es innen ist, weiß ich nicht. Außen sieht nicht ganz so schön aus, aber ich kann nichts daran machen, weil es ja 6 Erben sind. Wie gesagt, das Grundstück, was hier neben ist, da habe ich und meine Frau fast 50 Stunden geräumt, also Steine sauber gemacht, Müll transportiert weg, dass es auch mal vernünftig aussieht. Da darf ich es machen, aber so leider nicht. Ja, das wäre ja schön schnell ruckzuck mal gestrichen, aber nein. Früher habe ich es ja immer standgehalten, wo die Firma noch bis 2014 offen war. Es tut einem weh, aber ich bin froh, dass es noch im Familienhand ist. Ja.
Ja, also Zelt hier. Das war mal Kundeneingang. Und wenn man das hier guckt, genau darüber, habe ich das bis zu 50 Stunden dieses Jahr auf dem Grundstück, das ist mein Grundstück, gereinigt. Das heißt, Müll abgeräumt. Da kann man vielleicht sehen, wenn man auf den Mercedes 123er guckt, es ist sauberer geworden. Und das ist schön. Hier kann ich leider nichts machen, weil es gehört im Endeffekt 6 Personen. Und das ist nicht gut. Aber egal. Es ist aber noch da. Ja. Hier beste Grüße. Das ist doch gut, dass mal einer grüßt. Ja, da finde ich wieder schön. Und das sieht auch nicht so schlecht aus. Nö. Da guck mal an, wie schön das bemalt ist. Ich finde das nicht schlecht. Der liebe Stefan, der war 2015 da. Dann hier 2016. Ja. Ein Holger. Eine Jasmin war auch da. Nur meine Unterschrift ist weg. Na, egal. Ja, so ist es. Aber ich stelle das wieder hier unten. Das ist natürlich schön. Das hier war die Zeit, wo ich dann nicht mehr hier war. Dann wurde das nicht mehr repariert. Nein. Ich darf das auch nicht hingehen und reparieren. Das geht leider nicht. Wir kommen jetzt zu euren Fragen. Ich habe mal hier alles ausgedruckt. All eure Fragen an Manni. Mhm. Kommen wir zur ersten, Manni. Gibt es eventuell bald wieder ein paar Kochvideos, wo du auch was kochst? Natürlich gibt es Kochvideos. Es gibt Videos von Autos und Kunst. Autos habe ich mir besonders viel Zeit gelassen. Bin überall auf die alten Autofriedhöfe gegangen für ein neues Projekt auch. Weil gesagt, in KI finde ich nicht gut bei Bilderbearbeitung. Wenn man einen schlechten Tag hatte, sollte man sich auch in Urlaub ändern. Wenn man einen schlechten Tag und nicht irgendwann angerissen. Ja. Aber in die Auto ist die KI einfach absolut sinnvoll. Aber nicht so. Da wird am nächsten Projekt bin ich arbeiten, weil ich sehr viel, fast 80% meiner Zeit ist Auto, 20% nur Kunst. Mhm. Weil auch auf die Schrottplätze bin ich, ich nenne sie Autofriedhöfe und so. Mhm. Das wird dann Mystery, da bin ich aber zurzeit an Reden mit meinem Ricky. Autofriedhof auch bei Michael Fröhlich zum Beispiel? Auch, das ist zum Beispiel eine Legende. Darüber gibt es ja eins, viele sagen, die Autos, die 50 Autos zum 50, die 50 Jahre alt sind von 1950, die sind ja das älter. Mhm. Das ist ja sollte man nicht machen. Doch, es ist Kunst. Mhm. Die bleiben in alle reden über die Autos, die bei Michael sind. Ich kenne ihn ja persönlich, ich war auch da gewesen, ich war auch in. Michael ist immer ein ganz lieber. Ja. Und ich sagte, es ist ein Kunstwerk. Ja. Ein Van Gogh ist ein Kunstwerk, meine Bilder sind Kunst und das ist auch Kunst. Auch er hat eine sehr nette Frau. Wenn ich ihn immer sehe, freue ich mich immer. Ja. Ja, wir haben die auch schon kennengelernt. Das Video pinnen wir euch hinten auch mal an. Wir waren nämlich auch schon dort, die Autos filmen und wir können das bestätigen. Und es ist kein Popa. Es ist kein Popa, dass sie da stehen, es ist Kunst. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du mit dem Wissen von heute die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, würdest du nochmal mit D-Max anfangen? Wenn ich das wissen wäre von heute, dass ich D-Max anfangen würde, ich würde mit D-Max anfangen und immer, immer weiter drehen. Weil es war eine ganz einfache, super Herausforderung, einfach mal drehen, ohne jeden Drehbuch, ohne alles. Dann natürlich der geile Produzent, unser Schröder, das ganze Team war super, er ist ein Meister, was er machen will. Er hat ja dann auch mit den Sendern alle Freigaben, keine Drehbuch, alles. Ich würde heute noch drehen damit, ja. Ja? Weil, weil wir eben dachten, du musst das machen, ja. Ihr konntet einfach machen, was ihr wolltet, ne? Richtig, ja, das ist... Klasse. Gut, kommen wir wieder zur nächsten Frage. Lieber Manni, was wünschst du dir für die Zukunft eures Elternhauses und die Firma? Ganz einfach, ich wünsche mir, die Firma wird nie wieder aufgemacht, das wissen wir, aber dass das Elternhaus hier weiter stehen bleibt. Renovieren geht ja leider nicht, es sind zu viel Erdbeerstein, aber viele sagen, das geht mit Gammelses. Es ist nicht schön, aber es ist da. Ich kann immer wieder hinkommen, wenn ich auch mein Grundstück sauber mache und stehe vor dem Haus und denke natürlich an Mama, Papa, Oma und natürlich an Günther. Sowas will man nicht aufgeben, ne? Nein, das ist irgendwie... Das ist verständlich. Und dann sagen, warum soll das sein? Nee, es ist da, das Herz freut sich. Mhm. Ja. Ja, das ist doch schön. Ja. Gut, dann die nächste Frage. Lässt Manni wie damals seine Wut an den Gartenzwergen aus? Okay, schräge Frage, aber okay. Ja, da kommt immer noch in meinen Garten zu Hause. Da habe ich zwar andere Gartenzwerge, aber ich lasse den Wut aus. Aber zurzeit bin ich sehr friedlich zu verschiedenen Gartenzwergen, auch zum Peter-Gartenzwerg. Da bin ich auch sehr liebenswürdig. Also verprügelst du die Zwerge. Ja, und mein Lieblingsgartenzwerg, der immer in Aachen gehalten wird, ist der Günther-Gartenzwerg. Und den hast du auch noch? Den habe ich auch lieb. Sehr ganz schön. Lieb.
Gut, also keine Aggressionen an den Zwerg auslassen. Nein, das geht gar nicht. Nein. Cool. Also, nächste Frage. Hallo Manni, meine Frage an dich wäre, isst du immer noch so gerne Äpfel und hast sie immer noch im ganzen Haus verteilt als Süßigkeitenersatz? Ganz einfach, ich esse immer gerne Äpfel, aber ich koche gerne, aber meine Frau kann es noch viel besser. Also ich habe mal ein paar Kilo zugenommen. Aber dadurch sieht man nicht so alt aus, wenn man ein bisschen mehr isst und grund im Gesicht. Meine Frau kocht am meisten, aber das kommen wir zum Kochen. Ich darf alles schnipseln. Oh. Die ganze Sachen, das ganze Gemüse. Und dann natürlich kriegt die größte Portion an Gemüse, das ist fürchte ich die Meerschweinchen. Kali und Lucy. Sehr, sehr gut. Ja. Ich würde die jetzt gerne mal im Video einblenden, aber leider haben wir keine Aufnahmen von Mannis Meerschweinchen. No. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Gut. Was ist dein absolutes Traumauto? Und ich soll dir Grüße von Leon aus der Nähe von Bremen ausrichten. Mein absolutes Traumauto sind praktisch alle, aber besonders die Oldtimer. Aber wenn ich das einfach sage, meine zwei Liebsten, die mir im Herzen liegen, ist einmal der Mercedes W126, der S-Klasse, und der Trabant 601 als Limousine. Ja? Ja, die beiden. Ja, ja, super. Gut, geht es im Elternhaus weiter, was ja bei euren Folgen immer betont wurde, solange ihr lebt, wird die Firma immer weitergeführt werden und wird das Elternhaus verkauft? Ganz einfach, es geht mit der Firma leider nicht weiter. Viele hoffen, dass das jetzt verkauft wird, ich nicht, weil es ist immer noch da. Weil es hängt das Herz dran, weil wenn ich hier gucke, ich denke immer direkt, das kommt gleich die Mama raus und winkt, hey Manfred, komm mal rein, Mama, was zum Essen? Sag ich, ja, Mamachen, ja. Das wäre schön. Das wäre schön, ein Traum. Irgendwie traurig. Aber sie sind unsere, ich glaube, dass die Personen noch hier sind. Wenn man mit Geister schon mal Kontakt hatte, ist es so. Ja. Es ist unangenehm. Man fühlt es. Hast du schon mal Kontakt mit Geister? Ja. Ich auch im Ruhrgebiet mit dem Haus. Wir haben mehrere Jahre gelebt. Es ist nicht angenehm, kein Fall. Kommt drauf an. Also die waren liebenswürdig, haben sich nicht manifestiert, aber Sachen bewegen lassen. Platten fliegen durch das Zimmer, aber die war nicht aggressiv. Aber es ist ja interessant, dass du sowas auch erlebt hast. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ein anderes, wir wollen das die ganze Zeit weiter. Also ich finde es sehr interessant, das machen wir aber ohne Kamera. Richtig, ja. Okay, hast du vor, eine Art Adventskalender zu machen? Und auch wenn es nur zu jedem vollen Advent wäre? Adventskalender weiß ich nicht, da kommt demnächst, bin ich dran an Arbeiten an einem Projekt. Ich gucke die 99 Folgen, der Anfang ist getan, was ich denke über die Folge 1, was da ist, warum. Die Sendung war ja zu 98% original ohne Drehbuch. Mhm. Aber manchmal sagte einer, hallo, das Auto darf nicht bei mir gedreht werden, mussten wir in einen anderen Ort das Auto holen. Das war ja, das ging ja nicht anders. Mhm. Datenschutz. Aber dann erzähle ich über Folge 1, Folge 2, Folge 3, in meiner Sicht. Da bin ich dran. Also auch so eine Art Adventskalender, wo du darüber erzählst. Über 99 Folgen bei dem. Boah, das ist aber ein langer Adventskalender. Ja, aber ja, so sehr lang. Ist cool. Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall. Liebster Manni, würdest du eine Weltreise machen und Kunstmuseen besuchen? Erstens, eine Weltreise habe ich dieses Jahr habe ich so viele Länder gesehen. War schon fast eine Weltreise. Oh, wie gesagt, ich besuche nicht nur, meine Frau besuchen überall Kunstmuseen. Ja? Ja, weil man dann wissen wollte, wie die Maler gemalt haben, was sie gemalt haben. Kunst fängt ja nicht nur an bei Bildhauerei. Es müssen nicht nur Landschaft mal abstrakte. Manchmal stelle ich mir die Frage, was wollte der Künstler sagen? Mhm. Einen roten Punkt auf einem riesengroßen Bild. Mhm. Ja, das sagt man erstmal, das ist Quatsch. Aber über welchen Bild haben alle geredet? Über dieses riesen Bild mit dem roten Fleck? Nee, da brauche ich nicht. Aber man redet drüber. Kunst ist, darf man drüber reden. Dieses wurde ja, glaube ich, eine Goldtoilette für 4 Millionen geraubt. Boah. Ja, habe ich gesehen. Weiß ich nicht, da vielleicht der Wert. Mhm. Aber ich brauche keine goldene Toilette. Nein. Mein Thron ist normal. Ja, aber wenn es Kunst ist, gut. Alles gibt ist Kunst. Für alles Liebhaber. Ja. Okay, was ist der älteste Gegenstand in der Wohnung? Falls du es weißt. Der älteste Gegenstand. In der Wohnung, im Haus? Ist ja der Uwe. Der Uwe. Aber der ist ja nicht drin. Uwe, hast du nicht gehört? Ja, das ist ein Museumsstück. Ja, hör mal. Ja. Also wenn Uwe jetzt drin wäre, wäre es also der Älteste. Der Älteste. Ja, genial, mit Abstand. Gut, glaubst du, Günther wäre stolz auf das, was aus den Ludolfs geworden ist? Ganz einfach, stolz wäre, dass wir noch hier sind. Darf er an ihn denken? Ich bin ja immer auf dem Friedhof, alle Gräber machen, das habe ich immer schon seit über 40 Jahren. Und da bin ich auch stolz dran. Günther, sein Grab hat jetzt die Winterbepflanzung bekommen, Omas und alle, da haben die Winterbepflanzung bekommen. Und dann nach der Eisheiligen kriegen wir die neue. Das ist mehr. Und wenn Fragen, was, gehst du an Grab, quatsche mit sie? Ja, ich quatsche mit sie. Ja. Ja. Das mache ich bei meinem verstorbenen Papa auch immer. Richtig, ne? So, weil die Seelen sind da. Genau. Manche glauben nicht dran,
Zum Beispiel, ich sage, es könnte irgendwo UFOs geben, aber ob hier UFOs schon waren, nein, nicht er. Man kann ja zu nichts Nein sagen, was man nicht kennt. Ja, aber ich zurzeit, ich habe noch kein grünes Männchen hier gesehen, das mit mir gequatscht hat. Da muss ich ja erst sehen. Vorher sage ich nee. Das ja, okay. Ja. Gut. Ja. Vermisst du manchmal das Schrauben in Dernbach, auch das damalige Miteinander? Bis vor kurzem habe ich das Miteinander und das Schrauben vermisst. Aber neuerdings habe ich das Privileg, auch mal wieder schrauben zu dürfen. Auf alte Schrottplätze, dann bei der Firma Frema darf ich auch mal. Das ist schön, die lassen mich dann Sachen. Ich bin ja an die neuen Projekte am Planen. Und das hat er. Wie gesagt, das nur Kunst ist, nein, 20%, 80% Auto. Und der das Wichtigste von allen ist meine Frau. Und natürlich Lucy und Scully. Ja. Aber Autos ein bisschen rumschrauben, ne? Da tobt man sich schon. Aber noch das Wichtigste, der Kontakt zu den Fans. Habe ich ja auch schon am Mittwoch wieder. Ja? Ja, das wird richtig eine geile Nummer. Ja? Darf man das sagen? Ja. Ja, wie gesagt, am 15. bin ich bei der Firma Prima. Mhm. Da durften 5 Leute gewinnen, da wurde losentscheiden. Die können dann live das Malen lernen. Und ich sage, jeder kann das Malen lernen, weil unmittelbar, ich kann den Leuten sagen, Landschaftsbilder, dass sie sofort Landschaftsbilder malen. Ja? Ich habe eine Technik entwickelt. Das ist ja interessant. Und die können das malen. Und die bringen dann noch 4 Leute mit, dann sind es 20 Leute. Und die können garantiert an den Tag ein Landschaftsbild malen. Oh, nur mein abstrakte Bilder, da habe ich immer abstrakte Bilder gemalt. Mhm. Und dieses Jahr bin ich auf eine neue Technik gelandet. Die ist brandneu, die verrate ich noch nicht. Mhm. Meine Bilder stehen ja auch aktuell in der Kö in Düsseldorf. Bei Dennis Kessmeier. Der hat mir beraten und sagte, ja, die Kunst, die ich jetzt gemacht habe, die neue Abstrakte, ist neu. Wow. Und ich male ja nur Landschaft, weil es mir Spaß macht, um zu zeigen, wenn man abstrakte Bilder malt, dass man trotzdem malen kann. Mhm. Weil wir sagen ja mal, die mal abstrakt, die können keine echten Landschaften malen. Doch, alles ist Kunst. Und ich glaube, du kannst alles malen, ne? Du bist schon Ich male keine Porträts. Nee? Nein, grundsätzlich. Schon mal ausprobiert? Habe ich, aber ist nicht mein Ding. Vielleicht ein Porträt von einem Meerschweinchen. Das habe ich auch schon, das ging schon einigermaßen. Ne? Das ist wieder was anderes. Okay. Korrekt, ja. Hast du deinen 210er noch? Wie gesagt, der 210er steht da oben. Das war der Firmenwagen. Zuerst war es mein Eigentum. Mhm. Dann habe ich ihn übergeben mit 13.500 Kilometer. Das war ja nicht für 5 Jahre alt. Und der steht immer noch oben. Aber das ist ja wie gesagt... Platt, dritte. Getriebeschaden, Motor, ja gesagt, total verrostet, ist nichts mehr. Es wäre schön, wenn er noch war, aber Uwe hat ihn jahrelang gefahren und Pflege, Uwe, Auto. Ist nicht jedermanns Sache, ne? Richtig, ich bin auch ein bisschen lass geworden. Ich pflege meinen Corsa nur normal. Viel pflegen tue ich meine Frau ihr Auto. Der ist immer picobello. Ja, schön. Normalerweise ist es andersrum, ne? Dass wir Frauen dann die Autos nicht so schön haben und die Männerautos sind dann top. Ja, ich mache ihren. Ja, also. Mhm. Sollte sich die Frau sollte immer das Beste bekommen. Schatz, mach mir auch mal mein Auto. Dann eine etwas persönlichere Frage. Wieso ist die Schwester Monika so früh verstorben? Ganz einfach, sie ist gestorben mit 26. Wir wissen nicht genau, wo das war. Wir haben sie dann hier rüber geholt. Sie liegt jetzt 43 Jahre auf dem Friedhof. Normalerweise 40 Jahre wird er geräumt, aber nur länger liegen. Mhm. Und das haben wir schon 3 Jahre herausgefördert. Wie gestorben ist, wissen wir nicht. Die Frage stelle ich mir immer noch. Das ist sehr traurig. Das viel ist traurig. Zu jung. Ja. Viel zu jung, 26. Oh, ich bin ja auch fast 26. Alter. Ich gesagt, ich bin über 18. Ich bin über 20 und ich bin unter 2 Meter. Ja, der passt dann, ne? Ja. Gut, wie ist es mit deinem Bruder und Neffen zusammenzuarbeiten? Max, Grüße aus Strehlen. Ja gut, es ist ja jetzt nicht mehr so, ne? Aber es ging zur Zeit, aber es war eben Firma Thomas Luders. Wie hier, das war Familie Luders. Ja, okay. Gut, dann ganz kurz direkt zum nächsten. Comeback der alten Ludolfs, was sich alle wünschen. Gibt es ein Comeback? Nein. Ein richtiges Comeback wird nicht geben, aber ich verstehe mich mit den Brüdern, auch mit dem Peter. Mhm. Auch wenn viele fragen, nein, ich verstehe mich mit Peter. Ich habe in August noch mal geredet. Da war das in August, war ich gerade von einem großen Dreh gekommen, was erst nächstes Jahr wieder gezeigt wird, mit dem Fliegerzeug. Am nächsten Tag war ich auf dem Friedhof hier. Peter hat mich gegrüßt, da habe ich gesagt, na, wie geht's dir? Nicht ganz so gut, sagt er, es geht ihm nicht gut gesundheitlich, aber ich habe gute Besserung gewünscht und alles. Ja, ich finde, das sieht man ihm auch an. Ja, es geht ihm sehr viel rund. Wenn man das bei TikTok sieht, er sieht sehr abgemagert aus und nicht gerade ist er. Glücklich. Ich weiß auch, was das ist, aber das sage ich hier nicht. Nee, das geht die Öffentlichkeit auch nichts an. Geht aber es ist schon sehr auffällig und traurig. Ja. Okay, ja, dann kommen wir direkt zu der verpassenden Frage. Komischerweise steht die jetzt hier direkt. Wie geht es Peter? Weißt du das? Und trotzdem, man muss auch mal ein bisschen verzeihen können. Ja. Ich kann Peter verzeihen, ich kann Uwe verzeihen, ich kann mich verzeihen.
Ja. Ne, mich kann ich nicht immer verzeihen. Du bist ja auch herzensgut, hör mal. Nicht immer, nicht immer. Nee? Aber wenn ich dann in der Sendung bin, weiß ich, wenn ein Mensch drin ist, kann ich mir blind drauf verlassen. Wenn es um Leben und Tod gehen wird und einer hinter meinem Rücken ist, mhm, ist es immer unsere Julia Siegel. Ja. Weil die vertraue ich blind. Weil ja, die genauso wie ich bin, immer offen und ehrlich. Die lügt nicht. Mhm. Aber das kann auch nach hinten losgehen. Aber wir sagen, es muss so sein. Ja. Wir sind so, wie wir sind. Auch kleine Jungs. So sollte das sein. Was, kleine Jungs? Was? Du hast gerade gesagt, seid ihr die kleine Jungs oder was? Nee, wir sind wie immer gut, wie auch kleine Julia. Ach, kleine Julia? Ich ja, hab gesagt, wie kleine Jungs. Ja, aber kleine auf. Julia ist immer nett und lieb. Und wenn ich schön irgendwo bin und ich weiß, sie ist schon in der Sendung, weiß ich Rückendeckung und umgekehrt würde ich nie was gegen ihr machen. Mhm. Ja. Ja, ihr versteht euch gut. Man merkt ja, super, ja. Sehr schön. Gut, wie lief der Betrieb der Autoverwertung in Dernbach, als die Eltern noch beide da waren? Wer hatte welche Aufgaben? Mutter war immer für die Familie da und für den Haushalt. Vater war für die Firma da, er war dann der Chef. Aber er hat nie den Chef raushängen lassen. Er war eben der Papa, der für uns, für die ganze Familie da war. Es war nie der, den Chef raushängen lassen hat. Er war immer, wir haben ihn respektiert. Auch die ganze Zeit, wo ich Kind war, gab es nicht Schläge, aber wir hatten Respekt. Das Schlimmste war, wenn Vater dann laut wurde. Mm. Und die Bestrafung, die war die Schlimmste. Ja. Fernsehverbot. Da hatte ich einen Spiegel. Ja, hast du geschummelt, ne? Da ja, war die schlimmste Bestrafung Fernsehverbot. Ja. Ja. Ach, genial. Und die Aufgaben unter euch? So, wer hatte da nochmal welche Aufgabe? Ich meine, eigentlich wissen die Fans ja so ein wie bisschen. Wie gesagt, der Günther war er Telefondienst. Mm. Er wollte auch seine Ruhe haben liegen. Dann war der Peter, der war dann hier für das Lager zuständig. Und dann nachher hat er den Geschäftsführer gemacht. Dann der Uwe war ich und Uwe für Abschleppen alles zuständig. Früher hat das der Günther gemacht und ich war dann für den Auseinanderbauen. Und ich habe ja auch die Lehrgänge gemacht, für auch Peter hat die gemacht, für Airbag-Sprengung, Abfallbeauftragten, das muss man haben. Ich darf auch Airbag noch sprengen. Ja? Ich bin mir immer auf dem Laufen. Müssen wir direkt mal hier zeigen, Mann. Da habe ich ja keinen bei. Ich kann ja eure nehmen, aber das wird eher, glaube ich, nicht wollen. Heute mal nicht. Ja, heute mal nicht, nee. Okay, ja. So, wie geht es dir lange nach der Trennung der originalen Ludolfs? Wie geht es mir nach der Trennung? Es ist nur eine betriebliche Trennung, so ist das ja keine Trennung. Nee. Was wehtut, ist natürlich die Trennung von Günther und hm, Mutter und Vater. Weil das ist eine Trennung, aber man redet sich ja immer ein, das da und so weiter. Das ist eine Trennung, hm, die ist hart. Das andere ist doch keine Trennung, die sind noch da. Ja. Und man hat ja schon, die Wörter sind schon aneinander gefallen und keine bösartigen Wörter. Das ist die Hauptsache, ne? Soll ich das mit Peter angehen? Ich sag Peter, ja, ich habe eine sehr gute Besserung gewünscht. Ja. Ja, das ist ja das, ne? Ihr redet zumindest, wenn ihr euch seht, das Nötigste und irgendwann, vielleicht ist es auch mal wieder irgendwo ja, richtig schön, ne? Kann ja sein. Würden wir dann, euch wünschen, ne? Da habe ich kein Problem, dann ja, trinkt er sein Bierchen oder sein ja, Dings und ich trinke meine Cola Light. Ja, ja, ich oder, hab da oder ihr kocht mal zusammen Nudeln und... Kann vorkommen. Na, kann ich schließe nicht. Sag Bescheid mal, wir kommen unauffällig mit der Kamera vorbei. Ja, richtig. Ja, in naher Zukunft neue Folgen geplant? Neue Folgen ist nicht geplant, weil aber nie was kommt. Aber ich war dieses Jahr sehr viel unterwegs, in die ganze Welt. Also von dir wird viel zu sehen sein. Es ist viel, es wurde auch noch im August sehr große Formate gedreht, die kommen erst im Januar, Februar. Darf ich aber nicht reden, da wird mit einer der größten Formate, Reality-Format, was gegeben ist. Das wird eine schöne Überraschung. Ja, das ist geil. Ja, vor allem, wenn es dann endlich ausgestrahlt ist und du da endlich drüber reden kannst. Ne? Ja, es ja, ist verwirrend. Ja. Und das ist selten. Ich habe alles schon mitgemacht. Ja. Ich habe Kampf der Rallye-Start mitgemacht. Ich war der Almkönig, alles. Aber das war nicht verwirrend. Das war verwirrend. Cool. Ja, du bist auch so eine kleine Rampensau, ne? Immer ja, schön. Ja. Richtig, aber also wichtig ist immer ehrlich bleiben. Schön. Ja. Und das muss dir auch gefallen, ne? Also, es gefällt genau, mir. Aber am liebsten alles mit Autos. Mhm. Ja, das passt ja auch am besten zu dir, ja, ne? Gut. Auf welcher Schule waren Manni und seine Brüder? Die Brüder waren eher im Ruhrgebiet alle. Ich war zuerst in Ruhrgebiet in Wittenstockholm. Mhm. Im ersten Schuljahr. Und dann wurde das Gebäude geändert in Wittenstockholm im zweiten. Dann kam man rüber nach Flammersfeld 1971. Da war ich in Flammersfeld. Dann war ich für ein halbes Jahr in der Hauptschule in Hamburg. Da wusste ich nicht, dass ich mit meinem Schwager in der Schule war. Das haben wir erst später gemacht. Ach, der Mann von meiner Schwester. Dann bin ich 1974 hergezogen und dann war ich in der Hauptschule in Puderbach. Da fühle ich mich aber immer noch am meisten hingezogen. Ja? Ja. Also war die Schulzeit schön für dich? Ja, und am verdammt guten Lehrer, da war der Herr Nilo, Günther Nilo, da war ein Deutsch-Franzose. Mhm. Richtig, und da haben wir viel gelernt von ah, ihm. Ah, schön. Menschlichkeit, Anstand. Dass mhm, Schüler hatten vor vielen Lehrern keinen Respekt, aber vor denen hatten sie Respekt. Ja? Er hat nie die Hand gehoben mit euch. Aber Respekt war da. Und das sollte auch heute so sein. So sollte es ich sein, heute ist noch aber Respekt, leider oft nicht so. Ne? Ja, in meiner Schulzeit war das, glaube ich, nicht so. Einmal ein Jahr bin ich immer noch an Dankrab.
Ja? Ja. Sehr ehrenwürdig, ne? Ja, weil er es verdient. Ja. Er hat es verdient, noch länger da zu sein. Aber er hat ein Problem gehabt. Er war wegen seiner Schüler, es ging nicht schlecht, aber er wollte dann noch feiern. Dann hat er gleichzeitig Herzinfarkt und einen Asthmaanfall gehabt. Oh nein. Und das, oh, das Schicksal ist manchmal echt schrecklich. Ja, aber die Schüler, ich kann mal jeden Schüler fragen, alle reden nur gut über ihn. Ich dann auch. Hat er alles richtig gemacht. Ja. Ja, ja, richtig, ein sehr guter. Da es jetzt regnet, gehen wir mit Anni natürlich mal ins Haus. Ne? Ist ja natürlich. Ganz, klar, ne? Ganz sicher, hier. Ja. So, aber so traurig wie es ist, Manni hat keinen Schlüssel dabei. Das ist ein Scherz. Man will ja auch dem Peterchen seine Ruhe lassen. Wie gesagt, das war nämlich ja auch der Fake von der Kamera. Wir haben uns beide gedacht, er... Das war nicht unsere Idee. Nee. Nein. Richtig. Nein, Spaß, wir wollten nur hier... Willst du noch ein bisschen hochkommen, dass du unter die... Eine Stufe, ja, da bist du drunter. Das geht, sind ne? Die nächsten Fragen. Die nächsten Fragen, gut. Ja, die würden jetzt fragen, welches das rote Auto oder Gold ist. Ja, das war meiner. Das war das Auto, was ich auch zum Umzug von hier nach da verwendet habe. Ja? Super zuverlässig. Sehr gut. Ja, die sind auch zuverlässig, solche Wagen. Ne? Die Golf und das. Ja, ja. Ich will reparieren. Natürlich ein Diesel. Ja? Ja, ich fahre gerne Diesel, weil wenn die richtig gemacht werden, sind sie umweltfreundlicher. Mhm. Ich sag, der Verbrenner ist noch gut. Wenn die Elektroautos ausgereift sind, dann sind sie gut, aber sie sind nicht ausgereift. Mhm. Das wollen wir zu den größten Elektroautohorn. Da sagen den Namen nicht. Ich stell dir mal vor, du, dein Audi. Ja. Darf man mal reden. Du, nach 6 Jahren oder 8 Jahren, du hast 200.000, willst dein Auto verkaufen. Mhm. Da kriegst du dann noch ein paar tausend Euro. Aber dieser Hersteller, wenn der das 220.000 hat, muss die Batterie wechseln. Mhm. Kostet 25.000 Euro. Was wird am Ende dann noch verdienen? Das Auto ist zwar eine neue Batterie drin, aber die Teile haben gelaufen. Hersteller sagen nicht. Es gibt, die Elektroautos haben vielleicht eine Zukunft, aber die sollten nicht die Verbrenner beiseite ziehen. Da ist noch Potenzial nach unten mit der Technologie. Ich habe das auch im Test mitgefahren. Wir hatten in Frankfurt, das auf eine C-Klasse oder ein neuer Passat ist, der nicht Schummelsoftware drin hat. Wenn ich durch die Stadt fahre, zur Rush-Hour, dann reinige ich die Luft. Mhm. Also es kommt, ich sauge ja Luft an für die Verbrennung. Verbrennung brauche ich ja nur 3 Gegenstände. Einmal Luft, den Kraftstoff und den Funken. Mhm. Wenn dieser kein Funken, selbst entzündet. Ja, ja. Aber was dann die Luft angesaugt wird, die kommt besser raus, wie ich sie angesaugt habe. Das denkt man nicht, ist aber nee, gut. Das denkt man wirklich nicht. Ja. Nee, nicht wundern, dass ich so hoch gucke zwischendurch, es kommt der Regen von oben. Ja, aber super, nicht toll, Dach. Ja. Okay, ich will dich ja nicht die ganze Zeit aufhalten, deswegen doch, kommen wir ja. Oh, okay. Oh, wir halten uns auf. Leute, das Video, das wird lang. Das wird lang. Du wirst mir ja auch noch fragen, was ich dieses Jahr alles gemacht habe. Das kommt durch. Das wir arbeiten erstmal durch mach und dann können. Ja. Die Fans haben ja auch ein Recht auf Fragen, die mal beantwortet. Ich habe bisher jede Frage beantwortet. Bisher hast du jede beantwortet und ich habe hoffentlich auch alle von euch hier ausgedruckt. So, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Sonst ja, dann könnt ihr nochmal fragen, dann müssen wir nochmal neu ran. Machen wir dann nochmal, genau. Ja. Gut, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Schule, das war das Letzte. Was sind deine Zukunftspläne? Und liebe Grüße von Marius. Meine Zukunftsgrüße, lieber Marius, sind ganz einfach menschlich zu bleiben, offen für alles, Motorsport und auch die Kunst und viel, viel Kontakt zu den Fans. Wie gesagt, es ist, die Fans sind wichtig, die sind ein Teil meines Lebens. Und natürlich auch die Geschwister. Und damit ist keiner ausgeschlossen. Mhm. Und natürlich, die Zukunft ist natürlich meine Frau. Wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet. Mhm. Glücklich. Glücklich, ja. Wie gesagt, es gibt auch nochmal Ratschlag, wenn ihr heiratet und eine Partnerschaft, aber auch nicht heiratet, versucht die Liebe jeden Tag, auch an dir, neu zu gewinnen. Das ist nicht eine Einbahnstraße oder irgendwas, wenn ich sie habe, die Liebe, einfach liegen lassen. Das kann sich dann wieder ändern. Wie gesagt, die Liebe jeden Tag neu versuchen zu gewinnen. Ein guter Tipp. Ein guter Sollten Tipp, sich viele mal eine richtig. Scheibe es gibt auch immer mal einen kleinen Streit, aber das muss sein. Dann, ja. Sonst ist aber es gehört nicht ja echt. Dazu. Das muss ja. Weil wenn man nicht streitet, dann ist irgendwas falsch. Richtig, Fernsehprogramm ist mein. Ja. 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 Ja, wir haben ja 2 Fernsehen. Ja, wir haben nur 1. Ach so, nee, dann wir wechseln dann die Räume, dann geht das schon. Nee, das machen wir nicht. Wir wollen abends im Sofa liegen wir Hand in Hand. Ja. Gucken Fernsehen. Oh. Mhm. Ja gut, da gibt es dann doch, denke ich mal, öfter Streit zum Thema, was gucken wir. Meistens gewinnt die Frau. Ja. Naja, okay. Okay, weiter. Weiter, genau. Lieber Manni, wie läuft's mit der Kunst? Da zeigen wir auch gleich mal was von, ne? Ganz einfach, die Kunst läuft das gut, aber das Wichtigste ist ja bei
der abstrakt, ich habe eine komplett neue Technik entwickelt. Mhm. Die ist Neuland. Und das ist was, das ist aber geheim, aber Landschaftsbilder ist, habe ich die Technik ausgelernt, um nass auf nass zu malen. Und das Wichtigste, die Technik, dass jeder direkt am ersten Tag schon Landschaften malen kann. Mhm. Und das nicht schlecht. Weil ich es immer, ich habe mir das Malen autodidaktisch selber beigebracht. Ich habe Videos geguckt und alles. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass man erst mal ein paar hundert Stunden malen tut, mhm, um ein Landschaftsbild zu malen. Nein, bei mir ist, man sitzt an einem Tag da und kann malen. Ja? Ja, das ist wahr. Mhm. Richtig. Nagelschaden, der wurde nicht repariert. Ich wäre ja nicht mehr da. Da hätte er ja nur die Platte rauf müssen. Ja, andere Platte. Zack, zack. Zack, zack geht auch nicht einfach. Das hätte man mit einer Leiter einstellen müssen. Zack, zack geht alles nicht. Und bevor ihr euch fragt, worüber wir gerade reden, über das Loch im Dach. So. Ja. Gut. Hagelschaden. So, das wollten bestimmt auch schon Leute wissen. Warum ist ein Loch im Dach? Also, richtig, Hagel. Manni hat randaliert. Hier ist noch ein Hagelloch. Das sieht man noch. Aber dann wurden die nicht repariert. Und was nicht repariert wird, bewegt sich durch Wind und Sturm und richtet. Weil die Platten sind zu hart. Ich dachte gerade durch die Gartenzwerge, die dann aggressiv werden, weil du die immer gemobbt hast. Die sind da hinten. Ich habe sie nicht gemocht, ich habe meine Aggression rausgelassen. Und da wollte andere Leute zeigen, welchen Fehler die macht und welche ich mache. Mhm. Jeder Mensch macht Fehler, ich auch mache. Ja, das heißt gar nicht. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Genau. Was ist mit deinem geliebten Audi A6 passiert? Ganz einfach, Peter hat das in Mathilden, sein Kumpel fährt ihn. Ach, der fährt ihn also auch noch. Mhm. Du nicht mehr. Ich habe mein Cursorchen. Das ist ein schöner Diesel. Ja, der läuft. Vermisst du deinen Audi denn nicht? Manchmal. Nee, ich vermisse meinen Golf, meinen Corsa. Ja? Der steht aber da unten. Den kannst du ja gleich wieder fahren. Weil, wenn ich das überlege, dieser Audi hat bis zu 15 Liter verbraucht. Ach so. Mhm. Dieser kleine Corsa braucht 4,5 bis 5 Liter. Ja, das ist ordentlich geldsparend. Ja, und macht Spaß. Ja. Der geht auch ab. Wenn ich das gleiche Auto habe, mit den gleichen PS als Benziner, kommt er nicht hoch. Das macht der doch. Okay. Bereust du es, dass ihr damals angefangen habt mit den Nudeln? Also Fernsehsendungen wahrscheinlich. Bereue ich zu 0%. Weil wir dann das ganze Leben, was wir hatten, nicht so gewesen wären, wie es es war. Mhm. Wenn mir einer fragen würde, ob ich mein Leben komplett, wenn ich das entscheiden würde, wenn ich 5 Jahre wäre, ob das Leben anders werden würde. Nein. Die ganzen Erlebnisse mit den Eltern, die ganzen Erlebnisse mit den Menschen, die wir hatten. Ja, so ist es und so bleibt es. Gut. Ja. Wie geht es dem Onkel Manni aus Hamburg? Den Onkel Manfred in Hamburg geht es sehr gut. Ja, oh, ging halt schnell hier. Ja. Warum fährt Uwe nicht mehr mit dem alten Firmenwagen her? Ist ein bisschen komisch geschrieben. Ja, das war ja der Firmenwagen der Firma, Familie Ludolf. Und wenn die geschlossen war, dann hat der Uwe ihn ja nicht. Der war ja dann nur hier drinnen. Der Chef war ja dann in den, weil wir ihn bestimmt hatten, der Peter. Mhm. Richtig, und deswegen steht der Wagen ja noch da. Ja. Aber der war schon so und so, wie man sagt, Fritte, Schrott. Weil viele wissen ja nicht, was Fritte ist. Ja doch, doch. Also, Fritte hinüber, platt. Finito, kaputt. Korrekt, so nennt man das auch. Okay, jetzt schon wieder, die lieben hier alle den Audi. Lebt der Audi noch? Ja, du hast ja gerade gesagt. Der Audi lebt noch, der Audi steht zurzeit in Yamgum. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Spricht man das so aus? Yamgum, glaube ich. Yamgum, gum, yam, yam, jetzt yam, weiß ich es endlich, Leute. Ich habe schon mal falsch ausgesprochen in irgendeinem Video. Ich spreche vieles falsch. Ich war jetzt wieder in der Sendung, da bis ich die Namen. Da ist immer ein totales Durcheinander. Ja. Ja. Gibt es etwas, was du bereust? Irgendwas in deinem Leben? Nö. Na, cool. Mann, was soll ich bereuen? Und schon wieder, was passiert mit deinem Firmen-Mercedes? Also immer die Frage zu dem Firmenwagen. Der Firmenwagen steht da hinten, der bleibt da stehen, aber der ist... Ja. Dritte. Gut. Ja, oder kaputt oder platt oder hinüber. Ja, manche Fragen habt ihr halt ähnlich gestellt, aber ich will ja fairerweise trotzdem alle Da nennen. Kann in diese Rostlöcher nicht eine Maus durchschlüpfen, da kann schon Kaninchen reinschlüpfen. Da ist schon ein ganzer Kaninchenbau drin. Ja! So. Nicht hinfallen. Doch, rückwärts immer. Hast du wenigstens deine Gartenzwerge retten können oder und wo stehen die jetzt? Ganz einfach, die konnte ich nicht retten. Meine neuen Gartenzwerge stehen bei mir zu Hause. Es gibt sogar einen ganz wichtig, die Gartenkönigin. Ja? Das ist meine Frau. Na, ja. Jetzt mal eine Frage von mir. Was ist denn hier mit dem Logo passiert? Wo ist es hin, das echte? Da war auf einmal weg. Aber Peter hat das erst vor ein paar Tagen, glaube ich, neu gemacht. Aber wenn wir das gucken, wenn wir dich dran gucken,
Warum malt man das so? Das ist meine Frage. Cool. Die Frage ist, warum malt man das hier? Warum malt man das vor? Malt das einfach dann woanders hin? Die Logik weiß ich jetzt auch nicht. Also Peter, wenn du das Video sehen solltest, erklär uns das mal. Bitte, warum ist hier? Tut mir leid, ich mach's da nicht vor. Wenn man der Wille war da. Ja, aber der Weg war falsch. Vielleicht hat er einen getrunken und hat dann doppelt gesehen. Ja, weiß ich nicht. Das kann sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja gut, also Das hat dann einfach irgendwer wahrscheinlich geklaut, oder wie? Das Schild, das Davorschild, meine ich. Weiß der gar, ja. Ja, schade. Okay, ja. Dann kommen wir wieder zu euren Fragen, weil das ist ja das, was euch interessiert. Ja. Ich greife eine Mücke an, wunderbar. Hast du noch viel mit Sabine oder Peter zu tun? Mit Binne ab und zu, ja. Die lebt bei mir in meiner Ortschaft. Ja? Ja. Praktisch. Dann hatte ich Peter eine lange Zeit wieder nicht zu tun, aber es ist, in August hatten wir ein Gespräch gehabt. Ich bin immer offen. Mhm. Ich habe auch noch alles Gute gewunden, auch gute Besserung. Ja, man muss immer gesprächsbereit sein. Ja. Er hat ja auch wieder was Neues. Halbwegs gemalt. Also das ist seine Art der Kunst. Ja, oder? Genau. Korrekt. Ja. Dann, wie kam es, dass ihr gesungen habt und welche Erinnerungen hast du an eure Songs? Ganz einfach, dafür gesungen haben, wir haben einfach mal versucht. Unser zweiter Manager sagte, wir sollen mal versuchen. Wir sind nicht die größten Sänger, aber wir haben es versucht und gesagt, ich kenne ja auch die Songs. Mein Lieblingssong sind zwei Songs, 3300 PS und mit Jürgen Milski, mein Maserati. Oder wie ist der Song? Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam, dam. Dam, dam, es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, das ist zusammen Mama, Stein und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu. Du kannst es besser, deswegen singe ich. Und ich habe dann die Eisbären, schön. Das war meine. Das war immer toll. Schön, die Eisbären. Guck mal, haben wir noch so ein schönes Solo von meinem für euch mit drauf. Weil ich singe gerne, aber das ist nicht mein großes Talent. Mein Talent liegt im Motorsport. Autos auseinandernehmen und malen. Ich sage mal, das Talent, was man hat, ist das, was einen glücklich macht. Und nicht das, was die anderen... Den macht mir auch glücklich. Ne? Aber manche wissen nicht, wo das Talent dann hingefahren ist. Ja, das ist egal. Aber der Manager ist ja dran, dass wir wieder ein Lied aufnehmen. Ja? Aber meine eigene diesmal. Ich will nichts Gekappertes. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Wenn die drei Ludolf-Brüder wieder zusammen in Dernbach weitermachen würden, würden die so viel Geld verdienen, als dass die es überhaupt brauchen. Es wäre eine Sensation, aber das haben wir gar nicht auf dem Schirm, leider. Ist jetzt keine Frage, aber das sollte ich dir mitteilen. Ja, wie gesagt, es wird dazu erstmal nicht mehr kommen, aber dass man sich verträgt, dass irgendwann wieder was Neues zusammenkommt, ich bin immer offen für alles. Ja, die Fans sagen immer, ihr werdet dann richtige Millionäre, wenn ihr es nicht schon seid. Nee, wir sind auch keine Millionäre gewesen, das war nie gewesen. Wir kommen rein. Ich fahre ja auch eine Millionärskiste von dem Corsa, der hat nichts gekostet, da haben wir Brennen belegt. Das sind schon wieder... Aber Millionäre sind oft schlau und machen das. Sie zeigen nach außen nicht, aber dass sie Millionäre sind. Wie gesagt, ich muss jetzt die Bremsen wieder belegen vorne. Mhm. Dann ist die Steckachse fällig. Dann habe ich Radlager zu wechseln. Ich mache das alles selber. Eine alte Kiste kannst du alles selber machen. Ja. Weil ja schon die Schuldenlöhne hoch sind. Ja, aber es kostet natürlich alles. Ja. Wie die nächsten Fragen. Die nächsten Fragen, genau. Vermisst du Peter? Also ich vermisse alle Geschwister, besonders Günther, aber Peter auch. Aber das Schöne, ich habe Peter wieder gesehen. Man konnte dann sprechen. Ja, ist ja aber im August, kurz. Ne? Im August habt ihr euch in gesehen. August haben wir dann mal gequatscht, weil ich ja gerade vom Flughafen einen Tag vorher gekommen bin. War sehr stressig, das Format war super, aber verwirrend. Mhm. Das erste Mal habe ich ein verwirrendes Format gehabt. Boah, ich bin so gespannt, wenn du das endlich erzählst. Ich war verwirrt. Ja, ja. Aber alle waren verwirrt, jeder war verwirrt. Ja. Aber das ist was ganz Neues. Ja, ja. Aber das Schöne war das. Die Produktionsfirma hat es super gut gemacht. Mhm. Wir waren alle verwirrt. Und heute bin ich immer noch verwirrt. Immer noch, ja, gleich auch noch zu Hause. Ich bin immer noch so verwirrt. Ja, da war ich verwirrt. Das erste Mal. Jetzt wieder eine Frage. Wem gehört denn nun das elterliche Haus? Oder wem wurde es von den lieben Eltern anvertraut? MFG. Wie gesagt, es sollte nur für alle Geschwister sein, dafür ein Leben lang hier arbeiten. Ist ja leider nicht so gekommen. Ja. Es gehört zu 5 Erbparteien. Einmal ist es der Peter. Einmal ist die Schwester Sabine Ludolf, einmal ist es der Uwe, einmal ist es der Manni, stellvertretend für Günther ist sein Sohn Jan und dann die Annette, die Tochter von Monika. Ah. Das sind jetzt die Originalfakten. Ja. Und richtig. Aber zurzeit steht es hier
Ob sich jetzt alle einigen, das ist mir jetzt auch egal, es bleibt so lange hier stehen. Ja, dafür müssten ja auch erstmal alle sich treffen und reden. Und das wird schwierig. Und das wird schwierig, was ist da oben, ein Putzlappen oder was ja, ist da das? Ja, da hängt irgendwie ein Lappen runter, habe ich eben schon gesehen. Ja, also, den blenden wir gleich mal hier schön ein. Ja, Spaß. Super. So total interessant, ne? Das wollen die Fans sehen, ein Lappen. Ein Lappen, ja. Okay, dann sind wir jetzt auch schon bei der vorletzten Frage. Gut. Wolltet ihr nicht zu Mutti und Vaters Ehren alle wieder zusammen weitermachen wie früher? Na, es kommt immer auf dieselbe Frage raus. Es kommt ja immer auf dieselbe Frage raus. Ja. Wir würden gerne weitermachen, aber die Firma wurde dicht gemacht und das ist das Problem. Und selbst nach den neuen Auflagen wäre es immer schwieriger. Ja. Richtig. Weil es ist immer schwierig. Ich bleibe im Autobereich bis letztes Jahr, aber im Januar fing es schon wieder an. Mhm. Ich treibe mich jetzt auf die Autofriedhöfe rum und so weiter. Und das darf ich dann auch noch was machen. Ich darf machen, bei den Werbepartnern darf ich schrauben, weil das neue Projekt Mystery Audi. Auto, Mystery Autos. Mhm. Weil Geschichten alles KI einsetzen. Warum, was gibt es Legenden von Autos? Gibt es so wie Christine Autos? Es gibt unheimliche Geschichten. Können Autos beerdigt werden? Ja, können Autos high werden? Will ich nichts zu sagen, wird alles dann gezeigt. Können Autos high werden? Okay. Ja. Das würde ich gerne mal genauer jetzt. Wärst du in die neue Sendung sehen? Ja. Es gibt Stoffe, dass auch Autos blöd werden. Leute, das ist jetzt mal wirklich cool. Ja, das sind ja Fragen, die ich selber nicht geglaubt habe. Das hat er in die Sendung geschrieben. Ich habe so viel Teil geschrieben. Der Rest ist immer dann mit der Regie für zuständig. Und kann man mit einem Auto fahren, was gerade high ist? Das geht, aber wenn man selber noch high ist, wird es schwierig. Aber ich war noch nicht high. Nee. Ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen und rauche. Vorbildlich. Ja, außer das Essen macht Spaß. Essen ist auch eine Droge, hör mal. Das ja, aber ich halte mich zurück. Wir essen zu Hause 10% Fleisch, der Rest ist eher Gemüse, Obst. Vorbildlich. So ja, aber man wird auch dann von der Schokolade dick. Ja klar, ist ja auch lecker. Und ich von Chips. Ja, die ist nicht ganz so viel. Ne? Nein, auch die Äpfel sind gesund. Sei froh. Ja, Äpfel mag ich nicht so. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Wo kann man Manni antreffen? Bei ihm zu Hause in, das ist jetzt zensiert, da hat er Sternchen gemacht, R.O. keine Ahnung. Man kann mich öfters unterwegs antreffen. Das zum Beispiel bin ich an 11. nächsten Mittwoch. Das ist der 15. November. Mhm. Bin ich dann bei die Frima und dann können die Leute da malen. Ja. Aber leider geht das Lotterie nur noch bis zu morgen. Bis morgen. Und dann wird die losgeteilt und dann können wir hier malen. Und ich behaupte, jeder, der da hinkommt und Interesse hat zu malen, der kann dann ein Landschaftsbild perfekt malen. Ja, das hast du ja gesagt. Ne? Ich habe bisher selber auch entwickelt, dass jeder malen kann. Und es ist bis jetzt fast immer gut gehen. Bei den Kindern muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Und dann muss man die Erwachsenen erzählen, malen und tupfen. Malen und tupfen. Wer das Bert malen und tupfen, der hat die halbe Miete. Ja? Ja, weil viele meinen, Tupfen und Malen ist das Gleiche. Nein. Mhm. Schon ein Tannenbaum. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist auch noch ein sehr umfangreiches Thema. Wir müssen dich mal beim Malen filmen. Hör mal. Ja, richtig. Und mal auf die Frage, was wir dieses Jahr noch gemacht haben. Genau. Ich habe die Welt gesehen. Ne? Du hast die Welt gesehen. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber. Das Schönste, ich hatte ja gerade nach dem Wokrennen kennengelernt, meine Regie. Ich nenne meine Regie. Mhm. Ja, und dann sagte er, wir gucken dann. Dann war ich in Thailand, Januar, Februar. Mhm. Ja, da habe ich mir umgewünscht, dass verschiedene reinkommen und auch Julia war dann auch da. Mhm. Da war gut, ich habe viele Menschen kennengelernt, auch Daniel, den will ich auch bald sehen. Ich soll seinen Freund das Malen, sein Sohn das Malen beibringen, da freue ich mich noch. Er ist ein super Typ, richtig. Mhm. Und ich freue mich, wenn ich Daniel wieder sehe. Ich habe ja auch Desi ist super nett, die hat was von mir gelernt, ich war von mir umgekehrt. Mhm. Wir waren da, wenn du Desi kennst, Desi war früher bei Viva. Mhm. Ist auch eine gute Freundin, auch von einem guten Freund. Mutter Adabisi, kennst du? Ja. Ja, und wir haben Themen besprochen. Ich bin ja offen alle. Was habe ich gesagt, was sage ich zu einer Person, die eine andere aufhört? Manni, du weißt, du bist sehr tolerant und alles, da bin ich auch. Ich gehe auf alle offen zu. Ganz einfach, du gehst nur auf die Person ein. Auf den Charakter und nichts anderes. Wir haben viel miteinander gelacht und dann, und wo sie dann rauskommen, da war Paul auch am Weinen und 2 Sekunden später war ich auch am Weinen. Ja? Ja, ich habe die gerne geweint. Ja, weil sie ehrlich war. Mhm. Und man sieht ja direkt, manche können es spielen, manche sind es so. Ja, man hat da eigentlich ein gutes Gespür für, ne, ob jemand ehrlich ist. Ja, und dann ging eine in der Sendung, dürfte teuer drinnen bleiben. Okay. Und wer hat das verursacht? Du? Ja! Ja? Guck mal, wie er sich freut. Ja! Müsst ihr euch mal nochmal angucken. Ist ja schon richtig. Auf jeden Fall. Und auch das ganze Drehteam, alle war super. Und natürlich auch die Drehfirma, damit komme ich super zurück. Ja. Das ist Bungee Jump. Früher dachte ich immer dann, wie heißt die Sendung?
Caramba. Und das war die Kampf der Reality-Stadt. Und da habe ich natürlich eine ganz große Freundin kennengelernt, die Uschi. Ja? Ja, ich glaube, die ist 81 oder 82, die war ein Drilling. Und ich konnte sie auch widersprechen, super. Mhm. Man kam gut zurecht. Toll. Ich habe immer auf ihr aufgepasst. Ja? Ja, da war immer die Geschichte, wir mussten, rede nicht so viel. Nein. Wir mussten abends. Nur für den Kameramann. Zur Toilette. Ich mache nur Spaß. Ja, ich musste dann abends, musste man zu zweit zur Toilette. Mhm. Da habe ich gesagt zu Uschi, immer, egal wann, meistens die 4, 5 Uhr. Und ich habe es immer gerne gemacht. Dann musste ich über die Treppe rüber, hinten rüber, da war ein richtiger Weg. Die konnte aber die Abkürzung fahren. Ja. Da habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich hinüber, habe die angetroffen und abends wieder zurück. Eine richtig lange Tour. Okay. Da waren immer lustige Dinge. Ja, das klingt schon. Und viele Leute, die ich kennengelernt habe, waren sehr, kam ich sehr gut an. Und natürlich habe ich immer eine Rückendeckung gehabt von, wir waren ein Team, es bilden sich Teams von Anfang an. Mhm. Da war Matthias, kennst du ja, Matthias und Hubert, Matthias. Mhm. Dann natürlich meine Julia. Mhm. Dann war es Paulchen, kennst du ja Paul, der Bachelor? Ja, den habe ich auch schon mal irgendwo live gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ist ein super netter. Ja, ja, der war auch sehr nett. Ja, der Frauentyp. Ja. Ja, ist super nett. Ist auch gut. Wir sind auch den gleichen Manager, aber wir haben uns am Grund. Wir haben das erste Spiel ja auch gewonnen. Ja. Ja, wir dachten, wir gewinnen das nicht, aber haben es gewonnen. Ah, habt ihr gerockt. Ja. Das war echt lustig. Ja. Und dann waren wir ja, danach war ich direkt wiedergekommen mit dem Flieger. Mhm. Dachte, ist ja Ruhe. Dann ruft mein Freund Puffy an. Mhm. Wir machen jetzt eine Football-Sendung. Dann waren wir den Abend, haben wir über Football geredet. Wow. Ja. Du kommst ja gar nicht zur Ruhe. Ja, dann war das wieder vorbei. Dann war wieder in Krefeld mit Kunstausstellung. Da habe ich dann gesagt zu RTL, da sagte mein Veranstalter, der Kessmeier, ein guter Freund auch geworden, der die Galerie hat. Manfred malt ein Bild in 20 Minuten, habe ich dann gemalt in der Landschaft, wo andere drei vier Stunden malen. Wow. Ja, habe ich dann auch gefahren. Ja, okay, dann ging es direkt wieder hin mit meinem kleinen Freund Philipp. Da war auch Paulchen bei, da war Grip, das Motorsport-Event in Essersleben. War gut. Da habe ich auch einen Freund, viele kennengelernt, aber einen ganz guten Freund kennengelernt. Ja. Da war Kretze. Der spielt in Tag und Nacht Berlin mit. Mhm. Ja. Und dann ging es weiter, die nächsten Formate, das da. Waren kleinere Formate, größere Formate abgedreht, auch mit Japanern abgedreht. Ja, die ältesten Leute, einfach mit die sind jedem. 100, 5, 110. Und sie sind fitter wie wir noch. Ja? Ich bin fit, aber die laufen zwar langsam, aber nicht so gebeugt und so steif. Die essen dann Algen, die essen Fisch und so und die sind gesünder wie wir. Und dann kam in August das größte Format. Ja? Ja, verwirrend, aber schön. Und das ist immer noch verwirrend, da kommt ja immer noch nicht drauf klar. Da kommt immer noch nicht klar, aber es ist echt super. Du machst alles schon heiß drauf, ne? Und keiner weiß, wo es abgeht. Dieses Format ist echt das erste Mal war erstmal die. Mhm. Alle standen da, alle, die dabei waren. Wir haben noch nicht so was gedacht. Was habt ihr getrieben? Boah, ich will es wissen. So was haben wir echt noch nie gehabt. Ich habe vieles gemacht. Ich habe damals den Alm gemacht, ich habe die Wok-Rennen gemacht, ich habe die Stocker-Rennen gemacht. Da bin ich ja immer noch titelverteidigt bei Stocker-Rennen. Ja. Dann haben wir gemacht eben noch der Kampf der Rallye-Stöcker. Aber dieses Format ist nichts Vergleichbares. Es gibt nichts Vergleichbares. Nee? Nein! Und. Zumindest nicht in unserem Land. Ja. Verwirrend. Wann wird es nochmal ausgestrahlt? Weißt du, Januar. Februar. Januar, ich darf noch nichts sagen, aber das ist das Größte, was ich verwirrt immer noch. Aber darfst du schon sagen, wo das denn ausgestrahlt wird? Weiß man das schon? Das darf ich nicht sagen, ist ein riesengroßer. Ah, sehr groß. Sehr groß, ja. Ja, aber der Produktionsteam hat sich echt in Rühm gerissen, das hinzustellen. Das war riesig. Okay. Ja, cool. Korrekt. Aber der Rückweg war verwirrend. Der war auch verwirrend? Ich komme mit dem Flieger wieder nach Frankfurt. Dann musste ich mein Ticket selber finden, weil das war ja, dann musste man das. Hab mein Ticket gezogen, warte am Bahnübergang, waren schon Züge abgefahren in Frankfurt. Jana hat schon gewartet im Montabaur auf mir. Mhm. Ich gucke immer auf die Tafel. Warum kommt jetzt auf einmal nicht meine Fahrt nach Montabaur? Das kommt eine nach woanders hin. Dann ist der Zug gefahren auf der anderen Seite. Oh nein! Aber nicht in die Anzeige gemacht. Da musste ich wieder kurz hoch zum nächsten Zug 2 Stunden warten. Oh. Ja, da musst du 2 Stunden warten. Oh, wie ärgerlich für euch beide. Ja, es ist schön mit der Bahn zu fahren, aber es ist manchmal verwirrend. Ja, wenn die Bahn vernünftig fährt und man sich nicht irgendwie vertut, ne? Da kann man sich hin. Aber noch luxuriöser ist es mit der Bahn zu fahren, mit die französischen Schnellzug. Mhm. Im Velour und alles wunderbar. Tardes Express oder wen meinst du? Ja, irgendwie diesen der Restaurant. Da sind wir ja auch schon mit nach mit Velour und alles mit roten Velour-Stau. Ja, fand ich auch total schön. Richtig. Ja. Und dann die A-Karte gezogen. Ich hatte ja ein Ticket vorher gezogen mit Sitzplatzbuchung. Mein Rücken durfte ich einen Zug wählen, aber der Sitzplatz war ja
Oh nein. Dritte, denn da hatte ich nicht mehr ab. Dann stand ich mitten in dem, wo das Gepäck stand. Oh, das ist ja unglaublich. Aber die Bahn war dann schnell und gut. Ja. Da muss man nicht sagen. Immerhin. Ich bin dann zufrieden gewesen. Das ist die Hauptsache. Ja. Hast du noch Fragen? Ich habe nur noch, also einmal gleich, dass wir deine Kunst mal zeigen. Du hast ja was mitgebracht, ne? Da bleibt ihr auf jeden Fall noch dran. Und du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ich habe einen YouTube-Kanal. Genau. Kannst ja mal sagen, wie heißt dein YouTube-Kanal? Wahrscheinlich wie du selber. Mein YouTube-Kanal, Manni Ludos Kanal. Das ist, ich brauche auch nicht die ganzen Klicks. Ich brauche nur den Kontakt zu den Fans. Das ist, gibt Neuigkeiten ab. Ich mache Kochvideos. Ich mache Videos mit Autos. Videos mit Autos und mit Kunst. Ja. Und wichtig, ich will dann auch sagen, auch im nächsten Video, was demnächst geht, KI. KI in Fotobearbeitung finde ich gar nicht so gut. Wie sie das sagen, da plötzlich lachen auf dem Bild. Ich gucke mir das Urlaub, da waren wir doch gar nicht so glücklich. Mhm. Und das ist nicht gut. Oder aber auf einmal hat man schneeweiße Zähne, obwohl man die gar nicht ja, hat. Ja, oder hat so sechs Finger in der Hand, das ja, haben wir auch getan. Ne? KI in Auto ist ja sehr nützlich. Ja. Ich sage, ein Auto ist die KI gut. Weißt du, wie eine KI entsteht? Nee. Nee? Nee, erzähl mal. Ganz einfach. Es sind aber überwiegend Frauen da, die gucken sich Bilder und so weiter an und dann das und da, da ist das, da. Und daraus entsteht eine KI. Ich ach wusste so das auch nicht. Oh. Ich dachte, eine KI wird damit ein Computer programmiert. Nein, es sind viele Leute in Indien und so weiter, die gucken sich an das Tausende von Bildern an. Wahnsinn. Wusste ich nicht. Nee, lernt man wieder was. Ne? Ich auch nicht, so. Wusste ich auch ja nicht. Ja, und noch ganz kurz, du hast auch noch einen Instagram-Kanal, ne? Dann ja, habe ich auch. Den Namen weiß ich das nicht ganz genau. Wir verlinken das alles, also werdet ihr das auch alles finden. Natürlich werde ich euch gleich was über die Kunst zeigen. Aber ich gebe euch ein paar Sachen mit. Ja? Ich gebe euch ein paar Sachen mit, da übergebe ich dir. Autogrammkarten. Ihr könnt euch bei... Dein Name nochmal? Mein Name ist Jenny. Ja, ein schönes Bild. Nach der Technik, dass meine Schüler sofort innerhalb von einer halben Stunde malen können, da kriegt er auch und einen schönen Tannenbaum in Glitzer in sogar Bilderrahmen. Und das zeige ich euch was, wie ich meine Kunst aussehen kann. Und jetzt gehe ich wieder. Es fing alles an mit dem Malen, weil ich mir das Autodidaktisch beibringen habe. Und das war Zeit, die man sich ersparen kann. Man kann ganz einfach mit meiner Technik sofort malen. Nicht das hier, sondern echt. Nach meiner Technik kann man zum Beispiel direkt so malen. Gucken wir mal, das sind die Landschaften. Das ist sofort, am gleichen Tag kann man fast so malen. Überspringt die ganzen Zeitraum. Richtig. Dann natürlich zu den abstrakten Bildern. Zum Beispiel hier. Das ist eine ganz neue Technik. Manchmal auch mit edlen Glitzer. Wie gefällt dir das? Wunderschön. Neue Techniken. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Das sind schöne Bilder. Gucken. Zum Beispiel ruckzuck. Hallo. Ruckzuck kann man auch so einen Baum malen. Mit meiner Technik. Wie lange braucht man dafür? Wenn man den Lehrer hat, kann man noch am gleichen Tag fast so malen. Hier haben wir das ein bisschen veredelt. Wieder mit Veredelung. Oder diese Bäume hier, das geht ruckzuck zu lernen. Das ist auch wieder abstrakte Kunst, meine ganz neue Technik. Ja. Die ist aber brandneu, die Technik. Ein Teil meiner Kunst, das war die abstrakten Bilder. Male ich nur immer auf Bestellung oder geringfügig. Bei Landschaften ist ein bisschen mehr, aber ich bin dann immer der Fimmel und tu die verbessern. Ja. Ja, auch die Tannenbäume und alle. Ich will der Perfekte haben. Und ich will aber auch die Technik haben, nass auf nass zu malen. Das ist ein Bild, wie gesagt, habe ich gemalt in 20 Minuten oder 22 Minuten, wo angeblich, sagte mein Dings, detailgetreu, normalerweise malt man so ein Bild 3 Stündchen. Und dieses Bild zeige ich auch die Schüler. Und die können sofort malen mit der Technik. Warum soll man lange das üben und die Fehler machen? Man kann direkt fehlerfrei anfangen. Ja, ich muss es bei dir auch noch lernen, hör mal. Richtig. Und wir nehmen natürlich nicht Ölmalerei. Ja. Wir nehmen Acrylmalerei. Warum? Ist besser? Ich weiß es nicht. Ich sag, haben wir noch eine Minute Zeit zum Erklären? Ja, ja, klar. Okay, Ölmalerei hat Vorteile. Der erste Vorteil ist, die Farben, ein helles Gelb bleibt hellgelb. Wenn ich so Rillen reinmale, bleiben die erhalten. Nachteile, der Verdünnungsmittel.
Das Verdünnungsmittel basiert auf einer Art Verdünner. Mhm. Auch wenn es nicht riecht. Ich meine, es ist schädlich für den Körper, für den Maler. Dann habe ich natürlich auch die Trocknungszeit, die extrem lange dauert. Jetzt kommen wir zur Acrylmalerei. Die Vorteile und Nachteile. Die Nachteile, es dunkelt nach. Gelb muss ich vorher heller malen. Die Rillen bleiben nicht erhalten. Aber welches Verdünnungsmittel verwende ich? Normales Trinkwasser oder ich nehme Regenwasser. Mhm. Ich habe einen Vorteil im Gegensatz zu der Ölmalerei. Ich kann einen Schwamm benutzen. Das erspart mir sehr viel Arbeit. Zum Beispiel in einem Himmel braucht man normalerweise 25 Minuten, selbst welche der malen. Ein Schnellmaler. Mhm. Und hier brauchst du nur ein Zehntel der Zeit. Mhm. Richtig. Und wie gesagt, das Verdünnungsmittel ist Wasser und die Verfügbarkeit von Acrylfarbe ist überall und von Ölfarbe schwierig. Geh mal in jeden Kaufladen rein und guck, ob du Ölfarbe kriegst. Du kriegst immer Acrylfarbe. Ja? Ja. Und irgendwann können wir mal auch ein Video zeigen, wie du malen kannst. Und ich sag, du kannst vom Anfang an gut malen. Wenn du zwei Sachen beherrschst, malen und tupfen, malen und tupfen. Das müssen wir echt mal, müssen wir ein Video zusammen, was das irgendwann wieder mal. Ja? Immer dann an meinen kleinen Philipp. Richtig. An den kleinen Philipp im Hintergrund. Ja, der hat mir auch gut begleitet bei Grip, Motorsportmagazin. Da habe ich direkt einen kleinen Freund gefunden, da sind wir auch immer rumgerannt. Der passt auch gut zu mir. Philipp, wie hieß nochmal Kretze? Der Kleine von Taronacht. Marcel hieß er. Ja, Marcel, mein Marcel. Ich habe ihn gerne. Ja, ja. Die Chemie hat gestimmt, ich habe viele andere auch kennengelernt. Ja. Aber Marcel gut. Und abends habe ich dann noch mit Gerd Müller und so weiter, waren wir gut zusammen. Das war lustig. Und wir haben auch Helikopter geflogen. Ja? Ja. Cool. Ich, Paul und so weiter waren drin. Und der hat schöne, scharfe Korben. Hast du keine Angst gehabt? Das ist geil, umso gefährlicher. Wenn so ein leichter Absturz wäre, dann wäre es noch lustiger gewesen. Ja. Und dann sollten wir driften. Alles, und driften, habe ich gesagt, mache ich nur, wenn ich selber drifte. Mhm. Weil ich nicht nur driften, das ist langweilig, du musst es selber machen. Ja. Weil mein Motorsport ist driften. Mhm. Es gibt zwei Sachen. Untersteuern und übersteuern. Mhm. Untersteuern ist nicht gut, das Fahrzeug fährt geradeaus durch. Und übersteuern ist, das Fahrzeug bricht aus und dann kannst du mit dem Fahrzeug tanzen. Dafür ist natürlich bei deinem Fahrzeug ist es nicht so gegeben, du hast ESP. Ja. Also du meinst jetzt den Audi. Ich habe aber auch noch zu Hause einen Polo, einen alten. Ohne ESP. Ja. Das ESP unterdrückt das Driften. Ja. Richtig. Und ich schalte immer alle Systeme ab. Ja. Beim Verkehrssicherheitstraining war ich die Einzige auch ohne ABS. Und also ich war die Einzige, die da richtig rumdriften konnte. Das ist gut. Das ist mein Talent, das, wie gesagt, das Driften. Ja. Und das brauche ich auch beim Stockerinnen und alles. Mhm. Und da will ich ja irgendwann die Herausforderung wieder haben, zeigen, was ist. Ich bin, wie gesagt, 80% im Bereich Motorsport unterwegs. 20% mit Bildern. Mhm. Weil Motorsport und ich bin das Kraut und quer auf die Schrottplätze. Mhm. Ich bin der alte Autofriedhof. Ja. Und wie gesagt, auch kann Auto high werden? Ja. Ja, das hatten wir ja schon. Gibt es auch, dass das Vorleben eines Autos vom Vorbesitzer etwas übernommen ist? Ja. Mhm. Spreche ich manchmal mit meinem Auto? Ja, du bist super, du bist ja zuverlässig. Ich rede auch mit meinem. Mit dem Polo ja, mit dem Audi reden wir nicht. Nee. Gut, mit meinem Wagen rede ich, du bist sehr zuverlässig, du läufst. Bei alten Autos, da ist man ja auch immer dankbar, wenn der läuft. Ich sag dann auch immer, oh, danke, dass du mich jetzt hier gerade, keine Ahnung, 600 Kilometer irgendwo hingebracht hast. Ja, und wie gesagt, der Polo bringt mir kreuz und quer hinten. Ja. Aber ich bin dann vernünftig, meistens lasse ich den Wagen laufen, so 130, 140. Also den kleinen Opel meinst du, ne? Den kleinen Corsa. Genau, ja. Das ist 1,7 Liter mit 75 PS. Ah. Also mein Polo hat nur 50 PS. Ich bin da echt arm dran. Ne? Was arm, das geht doch. Arm dran, ja, weißt du, wie lang der braucht zum Beschleunigen? Aber ich liebe diesen alten Wagen. Ja, aber dieser kleine 75 PS geht ab wie 90 PS Benziner oder mehr. Ja, das glaube ich dir. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Ja, ich vermisse aber auch meinen kleinen Golf. Ja. Da war der 75 PS 1600er, aber leider gab es ein Problem. Mhm. Rost. Mhm. Der Golf 3 ist eine Rostlaube. Ja, ich hatte auch einen Golf 3 vorher. Der rostet unter den Hintern weg. Der Golf 2. Ja. Der hat die Probleme nicht. Ich hatte auch mein erster. Ja, und ich hatte einen großen Fehler gemacht. Ja. Ich hatte einen Golf 2 bekommen, auch bei den Dreharbeiten bei D-Max. Da war ein 93er. Viele sagen, gibt ja nur einen Tunnel. Der war ein 93 zugelassener Golf. Oh. GTI, der hieß One On. Der war in Rot, der gab es nur in dunkelrot metallic mit BBS, zweiteilige Alufelgen, alles. Mhm. Hatte knapp über 160.000 gelaufen. Hat wie neu gelaufen, kein Rostfleck. Ja. Und ich, Idiot, haben wir ihn ja auseinandergenommen. Oh, das bereue ich heute. Oh nein. Das ist leider 107 PS. Siehst du doch etwas, was du bereust, ne? Jetzt kommen wir zu dem Bereuen. Ich bereue, und das ist eine Schande, einen Golf 2 zusammen auseinanderzulegen. Der Top-Zustand war, ich habe ihn ja auch gecleant.
Na, Schatz. Das bereue ich. Ja. Ich vermisse meinen schönen Golf. Ja. Da war ich dann auch nach den Dreharbeiten direkt in unten in Haren, ja, in Norddeutschland, hat er gut gehalten. Aber er hat dreimal das gleiche Problem gehabt. Der Gaspedal ist ausgehakt. Die haben so ein rundes Schaumteil, dann ist der Gaspedal und der war dann immer ausgehakt. Ach. Bis ich nachher hintenrum eine Metallplatte gebohrt habe und dann habe ich den eingehackt. Ja, dann konnte er nicht mehr aushacken. Ja, ist auch gefährlich. War aber nicht intelligent von denen, dass man da einen Schaumstoff gemacht hat für den Gaszug. Wow. Heute haben ja teilweise die Autos keinen richtigen Gaszug. Zum Beispiel der Audi hat einen E-Gas. Mhm. Weil er muss ja auch Gas geben, wenn es du kein Gas gibst. Ja, ja, für genau, das macht er auch. Das ist aber auch dieses Automatik. Ne? Der fährt auch, wenn du gar nichts machst, dann fährt er einfach so. Richtig, aber er braucht ja auch für den ESP. Mhm. Weil ESP, wenn zum Beispiel der Wagen ausbricht, muss er entweder einen Reifen abbremsen, mehrere Reifen abbremsen, er muss verzögern und er muss im Notfall beschleunigen. Er kann in äußersten Notfall geben. Der vordere Reifen bremst voll ab und der Einreifen, sagen wir, bei denen ist der Frontantrieb. Der hintere bremst voll ab und der vordere gibt Gas und stabilisiert. Hört sich nur mal. Es wird sich aber alles noch ändern mit der KI. Habe ich in diesem neuen Format eingearbeitet, weil die KI berechnet alles. Da wird noch genauer. Die weiß dann, wenn es regnet, wie die Temperaturen sind. Und dann kommen die selbstfahrenden Autos, oder? Da bin ich nicht begeistert. Gibt es schon. Ist gruselig, aber auch irgendwie voll geil, wenn man dann selber nicht fahren muss. Ja, ich zum Beispiel benutze das halbe. Wenn ich abends bin, lasse ich mir von die automatischen Lenken unterstützen. Nur unterstützen. Ich will selber fahren. Aber wenn man dann einigermaßen müde ist, da gibt man Ratschlag, wenn du zu müde bist, anhalten, ausruhen. Ja. Auch ein Red Bull bringt nichts. Ich trinke dieses oder Energy, egal wie sie heißen. Ich habe in meinem Leben vielleicht 5 Dosen getrunken. Ja, ist auch voll schädlich. Ja, aber für einen kurzen Kick, dass man bis zum Parkplatz kommt, ist es gut. Dann aufrecht hinsetzen, das hilft noch mehr. Mhm. Und dann kommt ein Punkt, wo du dann wach bist. Mir hilft immer frische Luft. Ja, dann sitzt du 5 Stunden aufrecht da und du schläfst nicht mehr ein. Das ist auch voll unbequem. Dann so. Ja, aber dann bist du dann wach, hellwach. Ja. Muss man sich schon mal merken. Gut, wisst ihr da schon mal Bescheid. Richtig. Gut. Wie gesagt, aber nicht fahren, wenn ihr zu müde seid. Ja. Das ist eine Unfallursache noch schlimmer wie Alkohol an Steuer. Mhm. Bei mir nie, ich trinke keinen Alkohol. Ja, das ist sehr gut. Du wolltest noch fragen. Und dann ist auch schon wieder gelogen. Einmal habe ich getrunken, 2017, ein Glas Rotwein. Abschied von in Sommerhaus der Stadt mit Julia, die war am Wein, da wir gegangen sind. Wir mussten raus, weil Diana war verletzt. Und dieses Mal habe ich getrunken, weil wir rausgekommen sind. Dara Kippes hat dann eine Flasche Sekt aufgemacht. Dann sagte sie, ob ich trinken will. Ja, das ist sie auch. Ja, und dann wurden wir nochmal runtergerufen. Ja. Dann gab es ja die Sache. Ja. Ich hab meine Brille nicht. Mhm. Das ist das erste Mal in dieser Sendung, dass es diese Möglichkeit gibt. Wer die höchste Gage von Teil seiner Gage bist, darf noch in der Sendung bleiben. Mhm. Wer an Ende sind wir alle noch rein. Dann haben wir einen Umschlag bekommen. Mhm. Ich schrieb dann meine Summe auf, mach zu. Yeah. Sarah hat dann 8.000. Ich sage, reicht das? Ich sage, lieber Manager, ich muss auf alles gehen. Mhm. Dann ging sie auf 16.000, raus und reden. Und dann sagte der Redakteur draußen, ich wollte nicht rausgehen. Ja, ist das echt dein Ernst, was du da bietest? Yeah. Ja, ja. Dann hat er gefragt, Sarah, wie viel bietest du, dass du noch drinnen bleibst? 16.000 Euro. Mhm. Dann fragen sie mir, Manfred, wie viel bietest du? 1 Euro. 1 Euro. Ja, 1 Euro. Ja, ja. Ja, war doch gut. Ne? Ja. Wozu so viel Geld ausgeben? Ja. Richtig.